Straße, so wie ich sie vorgefunden habe in den 90er Jahren, ist ein Trauerspiel gewesen. Es war sehr viel Verkehr drin. Auf der einen Seite rasender Verkehr, weil die Straße zweimal zwei Spuren fürs Auto hatte. Es war eine Rennstrecke, es war nicht klar, was machen die Straßenbahnen hier überhaupt und wo sollen die Fußgänger irgendwie hin. Man hat zwar was zu essen bekommen, also es gab Lebensmittelgeschäfte, es gab auch, so viel ich mich erinnern kann, noch ein Obstgeschäft. Aber ansonsten war von der Ladenstruktur her eigentlich relativ begrenzt. Also in den 90er Jahren schloss ja ein Laden nach dem anderen, es gab einen großen Leerstand. Tagsüber war es schlimmer als nachts, also da fielen die dunklen Ecken und der Leerstand auch nicht so auf. Man titulierte mal Friedrich-Ebert-Straße Absteiger des Jahres. Und es war so die große Frage, was soll hier jetzt eigentlich noch sein? Das integrierte Handlungskonzept ist ja ein etwas schwieriger Name von so etwas. Aber man muss deutlich sagen, das Wort integriert ist eigentlich das wichtige Wort dabei. Und dieses wichtige Wort heißt, dass alle bauliche Veränderungen oder auch grundsätzliche Veränderungen in der Stadt immer Auswirkungen auf alle Lebensbereiche der Menschen in dieser Stadt hat. Das heißt, ich kann nicht einfach nur Steine oder eine Grünfläche machen oder einen Gehweg von Schlaglöchern befreien oder sowas, sondern ich muss überlegen, welche Wirkung das eigentlich auf das Gesamtzusammenspiel unserer Stadtgesellschaft hat. Wir brauchen Menschen, die sich treffen, also sind Orte, die zwar befestigt sind, aber eben auch dafür da, dass die Menschen sich im Stadtraum unterhalten können. Man will was einkaufen, man will was zum Essen finden, aber auch andere Einrichtungen. Und dazu gehören eben solche Einrichtungen, damit die am richtigen Ort sitzen und räumlich so angeordnet sind, dass man etwas davon hat. Und dieser Anspruch, dass man die verschiedenen Lebensbereiche der Menschen in der Stadt, das Wirtschaftliche, der Freizeitaspekt, das Einkaufen, aber auch Bildungseinrichtungen, alle diese Aspekte werden in einem integrierten Entwicklungskonzept zusammengefasst, zu einer grundsätzlich Zielsetzung formuliert und dann in mögliche Maßnahmen konkretisiert. Und diese Erarbeitung eines integrierten Ergebnisses, eines Ziels, wo wir alle zusammen hinwollen, das ist innerhalb dieses integrierten Handlungskonzepts nochmal schwerer Name zu einem gut gemeinsam entwickelten Ziel. Grundsätzlich hat im Programm aktive Kernbereiche Friedrich-Ebert-Straße ja 4 große Bauprojekte im Stadtraum gegeben. Im Zeitraum 2011 bis 2013 ist die Goethe- und Germaniastraße umgebaut worden. 2013 bis 2015 ist die Friedrich-Ebert-Straße umgestaltet worden. 2017 ist dann der Platz der 11 Frauen an der Friedrich-Ebert-Straße, Höher-Anna-Straße, errichtet worden. 2018 als letztes Bauprojekt ist die in nordsüdlicher Richtung verlaufende große Grünachse Grünzug Motzberg aufgewertet worden. Das Förderprogramm ist ja nicht die erste Stufe. Die erste Stufe ist ein hohes bürgerliches Engagement hier im Stadtteil, was über Jahre darum gekämpft hat, ein bisschen den Niedergang der Friedrich-Ebert-Straße aufzuhalten. Dass wir als Anlieger und Geschäftstreibende uns zusammengefunden haben und haben uns ab 2006 einmal im Monat getroffen und haben überlegt, was können wir denn tun, um etwas zu bewegen. Die Friedrich-Ebert-Straße ist eigentlich schon ein Kind von Bürgerbeteiligung, das gesamte Projekt, weil es aus dem Stadtteil heraus geboren war und nicht von der Verwaltung oder vom Magistrat vorgegeben war. Das heißt, aus den beiden Stadtteilen Vorderer Westen und Mitte ist dieses Projekt eingefordert worden. Und das schon vor einiger Zeit, vor vielen Jahren. Und erst im Jahr 2007 hat das auch gezündet. Und das hat dazu geführt, dass man in der Verwaltung, aber auch in der Politik Förder- oder Finanzierungswege für eine Veränderung dieser Situation gesucht hat.
Und das ist das Grundprinzip von Fördermitteln, dass man eigentlich eine Stadt von sich aus nicht alles alleine regeln kann. Und zu einem Projekt dieser Größenordnung muss man deutlich sagen, da braucht man die Unterstützung auch von Land und Bund. Und ein wichtiges Programm, das ist nämlich die aktiven Kerne, das ist ein Projekt, was anerkennt, dass Zentren innerhalb den Städten besondere Aufgaben zukommen. Besondere Aufgaben in der Kommunikation, aber auch in der Versorgung, in dem Angebot und im Stadtbild. Und ein zweiter Punkt ist, dass man eben auch einen Kommunikationsprozess in Gang setzt, der während der ganzen Laufzeit des Projektes immer wieder in Gang kommt oder auch sozusagen durchgezogen wird, damit die Bürger nicht abgeschnitten sind von Informationen. Und ein ganz wichtiges Werkzeug dabei ist eine Einrichtung, die es sonst, sag mal, innerhalb der Stadt nicht als Regelwerk gibt, sondern es gibt dann ein Stadtteilbüro. Und dieses Stadtteilbüro hat die Eigenschaft, dass es sehr viele Öffnungszeiten hat, wo die Türen offen sind, wo die Thematik, die Entwicklung des Stadtteils, das heißt die positive Entwicklung im Prinzip als Thema über der Tür steht. Das Stadtbüro ist erstmal die Schnittstelle zwischen Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort im Rahmen dieses Förderprozesses aktive Kernbereiche in Hessen. In erster Linie erfüllt es eine Ansprechfunktion für die Menschen aus dem Quartier und erleichtert sozusagen der Verwaltung als Dienstleister in diesem Förderprozess die Arbeit und ist eine wichtige Kommunikationsschnittstelle. Das Stadtbüro ist tatsächlich eine Art Scharnier die ganze Bauzeit über gewesen und das läuft jetzt mit Ende 2019 fängt es an auszulaufen. Das ist sehr bedauerlich. Auf der anderen Seite ist klar, Förderprogramme haben einen zeitlichen Rahmen. Die Leute dort, die waren immer ansprechbar. Sie waren fachlich auf der Höhe, also sie wussten genau, worum es ging, auch bei den Tiefbaumaßnahmen. Das ist einfach ganz zentral, wenn ein Quartier einfach umfassend umgestaltet wird und ja, die Bevölkerung einfach so eine hohe Nachfrage nach Informationen hat, dann braucht man da einfach Gesichter, also persönliche Ansprechpartner. Das ist das A und O. Dass wir die Bürger dabei haben oder dass die Bürger dabei sein sollten beim Umbau, war von Anfang an klar. Das war auch ganz klar gekoppelt an dieses Konzept, an diese Fördermöglichkeiten über die aktiven Kernbereiche, sowas überhaupt zu machen. Das war sozusagen die Grundvoraussetzung. Da muss ich dem Stadtbüro einfach auch bescheinigen. Ich war dem herzlich dankbar, dass wir das nicht vom Ortsbeirat alles machen müssen, weil wir sind da immer ehrenamtlich unterwegs, während so ein Stadtbüro eben einfach Geld dafür kriegt. Aber sie haben es auch großartig irgendwie gemacht und haben uns immer eingebunden. Wir haben sehr oft einfach gut an einem Strang gezogen. Also das Wichtigste an Bürgerbeteiligung ist, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, möglichst frühzeitig, also bevor endgültige Planungen fertiggestellt sind, ihre Meinungen, Wünsche, Bedenken und so weiter einzubringen, damit es eine Chance gibt, dass die eben auch in Planungsverfahren mit einfließen können. Also bevor etwas fertig ist, die Bürger in jedem Fall mit an den Tisch holen. Alle Planungsprozesse leben davon, dass sich Menschen, die einmal betroffen sind oder davon profitieren oder ein Interesse daran haben, also es reicht auch das reine Interesse, eigentlich an diesen Entscheidungsprozessen zu beteiligen sind. Das ist einmal eine Frage des Anstandes, weil wir sind innerhalb einer Stadt eben ein Gemeinwesen und da sollte man sich vorher unterhalten, bevor man Entscheidungen trifft. Das Zweite ist, wenn man innerhalb dieser Beteiligungsprozesse Menschen gewinnt in der Motivation, dann hat man sie nachher auch gewonnen bei der Beurteilung der Maßnahmen. Und das ist eine höhere Akzeptanz. Weil wenn man einfach irgendetwas macht, ohne vorher jemanden zu fragen, dann bilden sich dort erst die Meinungen hin. Über die Beteiligung hat man Einfluss, diese Meinungen ins Projekt hineinzusetzen. Der dritte Grund für die Beteiligung ist definitiv, wir wollen doch bei Planungsprozessen nicht auf die guten Ideen der Bürger und Bürgerinnen verzichten. Da wären wir ja wirklich blöd. Ich habe von diesen Prozessen mitbekommen, das hier zu verändern. Zum einen durch die Stadt, die einfach im Planungsamt sehr, sehr gut irgendwie arbeitet, solche Sachen sehr, sehr langfristig vorbereitet, aber auch sehr hartnäckig das immer wieder anschiebt. Wir haben als Gemeinde vor über 10 Jahren entschieden, dass wir aktiver Teil dieses Quartiers sein wollen.
nicht nur zufällig unseren Standort hier haben, sondern mit den Menschen hier das Leben teilen, auch wenn die Besucher unserer Kirche aus der ganzen Stadt kommen. Das bedeutete, dass wir uns im Stadtteilverein Kassel-West e.V. stark eingebracht haben, dass wir in der lokalen Partnerschaft vertreten sind, dass wir viele Initiativen, die hier im Stadtteil arbeiten, hier beherbergen, indem die hier tagen oder Konferenzen machen. Die lokale Partnerschaft ist das vor Ort tätige Expertengremium, setzt sich aus verschiedenen Personen zusammen, Institutionen und Vereinen. Das Stadtbüro hat die Geschäftsführung der lokalen Partnerschaft. Das bedeutet also konkret, wir haben uns 2 bis 4 Mal im Jahr getroffen. Stadtbüro lädt ein. Durch die Mitgliedschaft in der lokalen Partnerschaft gewinnt die lokale Partnerschaft Relevanz im Kiez. Indem ich dort mitarbeite, sind 200, 300 Leute schon einmal positiv gestimmt und nehmen gern die Angebote auf, dass es für sie etwas wichtig ist. Das heißt, man braucht die Leute, die viele Kontakte haben, die auch für etwas stehen, die die Brücke bilden zwischen kommunalem Engagement und der Bürgerschaft. Das gelingt in der kommunalen Partnerschaft sehr gut. Und die lokale Partnerschaft ist eine Institution oder ein Gremium, was über das Förderprogramm gefordert wird. In dieser lokalen Partnerschaft sitzen Expertinnen und Experten, die hier aus diesem Quartier kommen. Und die lokale Partnerschaft ist in diesem Sinne halt auch ein ganz, ganz wichtiges Gremium gewesen, weil diese Leute immer über diese gesamten Prozesse im Vorfeld informiert waren und auch in den Prozess neue Dinge einspeisen konnten. Konkretes Beispiel Beleuchtung. Irgendwie in der Friedrich-Ebert-Straße gab es einen sehr, sehr engagierten Bürger, der hat das diskutiert mit den Planerinnen und Planern und hat gesagt, die Beleuchtung, die ihr euch überlegt habt, die funktioniert so nicht richtig, wenn wir das Konzept Boulevard hier umsetzen wollen. Bei dem Thema Straßenbeleuchtung wurden Vorgaben gemacht, wie überall für diesen Umbau Vorgaben gemacht wurden. Aber sie wurden zur Diskussion gestellt. Das ist das Besondere dran gewesen. Ich bin, als der Baustadtrat gesagt hatte, dass man sich einbringen kann, solange die Planung noch nicht abgeschlossen ist. Wenn sie einmal abgeschlossen ist, dann ist wirklich die Tür zu, dann kann man nichts mehr machen. Also hatte ich mich noch einbringen dürfen. Und er hat Recht behalten mit seiner Planung und die Planer sind bereit gewesen, es dann noch im Prozess zu ändern. Und das sind Dinge, die man aus anderen Planungsprozessen so nicht kennt und die wiederum Bürgerinnen und Bürger beflügelt haben, zu sagen, ich kann mich hier engagieren und mein Engagement hat tatsächlich einen Sinn, weil es dazu führt, dass sich Dinge in unserem Sinne für dieses Quartier ändern. Genauso sind große Fahnenmasten entstanden, wo dann die Händlergemeinschaft, die sehr aktiv ist, jetzt auch zur Europawahl oder zu Fußball-Weltmeisterschaften oder anderen große Fahnen aufhängen können und so die Straße immer wieder in ein neues Licht tauchen. Das sind alles Dinge, die aus der Bevölkerung gekommen sind und während der Bauzeit noch eingearbeitet werden konnten. Kassel-West e.V. war ja irgendwie sehr initiativ für die ganzen Umbaumaßnahmen. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Diskussionen da im Verein, zusammen mit dem Ortsbeirat. Da finde ich auch noch mal ganz wichtig, neben denen, die da jetzt noch heute agieren, den Wolfgang Rudolph zu benennen, unseren verstorbenen Ortsvorsteher, und Andreas Schmitz, unseren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Kassel-West e.V. Kassel-West hat Stadtteilkonferenzen gemacht, Veranstaltungen, das fing schon 2007 an und hat dann den Prozess ja auch ganz wunderbar begleitet. Informationen waren immer auf unserer Internetseite nachzulesen, weil es uns eben wichtig war, dass möglichst viele Bürger und Bürgerinnen sich auch daran beteiligen können, an dem Diskussionsprozess. Und dann haben ja auch die Ladenbesitzer sich zusammengeschlossen. In den lokalen Partnerschaften wurden ja ganz viele Anregungen auch von den Anwohnern, Ladenbesitzern, Eigentümern aufgegriffen. Und ich denke, ohne dieses ganze Engagement der Menschen, der Anlieger da wirklich, wäre das auch nicht so ein tolles Ergebnis geworden. Dieses Engagement jetzt fürs Quartier ist etwas ganz Wesentliches. Es hilft uns gar nichts, wenn ein Geschäft gut läuft, aber nebenher alles schlecht aussieht. Vom Äußeren, von den Möglichkeiten, die die Nachbargeschäfte haben. Insofern, es kann Geschäften immer nur gut gehen, wenn es den Nachbarn auch gut geht. Und das sollte ein genereller Impetus sein, der uns weiterträgt und der auch andauernd Leute bewegen sollte, sich als Bürger einzubringen. Viele von den Bewohnern erledigen ihre Wege fußläufig oder auch mit ÖPNV. Also sind die Leute viel stärker daran gewöhnt, den öffentlichen Raum nicht nur zu nutzen, sondern suchen darin auch Qualitäten. Und wenn dann Beteiligungsformate angeboten werden, dann sind die Bürger aktiv genug, um diese Beteiligungsformate eben auch anzunehmen und sich einzubringen. Das finde ich sehr vorteilhaft.
Als ich davon erfahren habe, dass diese Straße umgebaut werden soll und das, was die Stadt überhaupt vorhat hier, bin ich hingelaufen, ohne irgendwelche großen Erwartungen. Tatsächlich nur informiert zu werden darüber, was hier passieren soll. Als ich aber dann erfahren habe, dass das ein ganz offiziell von oben her diktiert quasi ein Beteiligungsprozess werden musste, dass über alles Rechenschaft abgelegt werden sollte, was hier passierte. Da fing es an, mich zu interessieren, mehr zu interessieren. Ich war ja aufgerufen, mich zu beteiligen, und das habe ich sehr gerne wahrgenommen. Und ich bin froh, dass das in Zusammenarbeit mit dem Stadtbüro und auch mit der Stadt Kassel, insbesondere mit Herrn Carlo Frohnapfel, den man eigentlich als die Seele des Ganzen irgendwie bezeichnen konnte, dass das so gut gelaufen ist. Wir haben etliche Workshops gemacht, wir haben das in Schulen vorgestellt, wir haben die Kinder- und Jugendbeteiligung gehabt, wir haben den Behindertenbeirat gefragt, wir haben das immer wieder auch durch die Gremien irgendwie getrieben, wir haben es in Ortsbeiratssitzungen sowohl in Kassel-West als auch irgendwie in Mitte immer wieder irgendwie vorgestellt. Ein gutes Beispiel für diese Arbeit ist unser Quartiersmagazin mittendrin, was mit Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung passiert und funktioniert. Ein Magazin, wo wir seit 2014 ungefähr 60 Bürgerinnen und Bürger an dieser Redaktion konkret beteiligt haben und was sich zu einem Erfolgsmodell innerhalb dieses Projektes Friedrich-Ebert-Straße entwickelt hat. Die uns die Möglichkeit gegeben hat, ein Forum wahrzunehmen, also die Leute einzuladen, also schreibt in unserer Zeitung das, was andere dann lesen können. Und die Beiträge sind im Laufe der Jahre von der Bevölkerung, von Einzelnen immer mehr geworden, sodass wir heute immerhin also 28 Seiten füllen mit einem breiten Spektrum an unterschiedlichen Einstellungen, Meinungen, also hier zu unserer Friedrich-Ebert-Straße, also dem Wilden Osten vor dem Vorderen Westen. Sie wird in anderen Stadtteilen gelesen und als gutes Beispiel auch in anderen Fördergebieten sozusagen als Grundlage für, wie machen wir denn eine gute Quartierszeitung genutzt. Das ist für mich erstmal der Mehrwert, das, was wir aus dem Fördergebiet Friedrich-Ebert-Straße für andere auch nutzen können. Und für uns immer eine sehr gute Plattform, um unsere Themen zu platzieren. Also wie zum Beispiel das Anreizprogramm Fassadenprogramm, was wir hier implementiert hatten. Da konnten halt Bürgerinnen und Bürger Fördergelder beantragen und ihre Fassaden ertüchtigen. Oder auch Verfügungsformprojekte, aktuelle Bauprojekte. Also alles, was anlief, haben wir sozusagen dann auch in der Mitte drin gut platzieren können und damit eine sehr breite Öffentlichkeit erreicht. Eine tolle Zeitung geworden für genau unseren Bereich, wo man sich als Einzelhändler präsentieren kann, wo es interessante Berichte gibt, wo Feste dokumentiert werden und wo sich einfach alle darüber informieren können, was passiert in der Friedrich-Ebert-Straße. Eröffnungen, Änderungen, Schließungen, Veranstaltungen. Also das ist ein tolles Plättchen, was ich da etabliert habe. Und ich kann es bei mir sehen, wir haben ja einen Zeitungsaufsteller und das ist einer der ersten Zeitschriften, die ratzfatz weg sind. Und die mittendrin wird in dieser Form leider, wenn das Förderprogramm ausläuft, nicht weiter zu halten sein, weil das tatsächlich ein großer personeller und finanzieller Aufwand ist. Aber wir hoffen immer noch, es gibt so eine kleine Gruppe, die versucht nachzubereiten, was kann man an positiven Dingen mitnehmen. Dass man das vielleicht als Online-Zeitung oder als Newsletter, dass man dieses viele Positive, was drinsteht, dass man das weitertragen kann. Umbaumaßnahmen 2013 fingen mit großem Elan an. Und hier gab es ja Bauzäune und zu Anfang wurden die Gleise herausgerupft. Und das war eine Sensation, das zu sehen. Gleise hochnehmen mit Baggern und dann wurden die Gleise gleich in kleine Anteile zerschnitten, sodass sie transportabel waren und weggefahren. Wir haben viele Leute an den Absperrungen gesehen. Und da herüberzuschauen, das war spannender, als zu Hause ein Fernsehprogramm zu haben. Ich bin immer wieder vors Haus gelaufen. Ich habe mich sehr, sehr viel draußen aufgehalten. Ich habe auf der einen Seite neugierig zugeguckt und auf der anderen Seite wollte ich sehen, was passiert tatsächlich. Die Belastung, die Geräuschbelastung war in den Häusern natürlich sehr groß hier in der Umgebung.
Aber es war auch sehr, sehr viel Faszinierendes zu sehen, was noch keiner vorher gesehen hatte. Und die Handwerker hatte man bald kennengelernt und konnte sie ansprechen. Haben wir häufig hier am Bauzaun gestanden, sind mit den Nachbarn ins Gespräch gekommen. Ach, du wohnst auch hier? Ach ja, mit dem Umbau, da passiert dies und jenes. Und also da war insgesamt schon auch eine Skepsis bezüglich des Umbaus. Aber von Mal zu Mal, indem auch immer wieder Informationstafeln, auch mit der Zeitschrift mittendrin darüber informiert wurde, glaube ich, sind sehr, sehr viele Menschen mitgenommen worden. Selbst wenn die Schienen alle ausgerissen wurden, gab es hier Gespräche auf der Straße, wie man denn den Bauablauf gemeinsam so organisieren kann, dass neben dem Bagger auch noch die Eisdiele funktioniert. Und da merkt man, dass dieser Kommunikationsprozess eben hier über die langen Jahre sehr erfolgreich war und bis zum Ende auch ein ganz tolles Ereignis war in der Kommunikation in der Stadtbevölkerung und genau hier an diesem Projekt. Während der Umbauphase gab es natürlich auch Probleme und Hakeleien und da hat mal hier und da was nicht geklappt. Aber insgesamt hat das Stadtbüro einen wirklich tollen Job irgendwie gemacht. Die waren immer da, sie waren immer ansprechbar, sie waren immer telefonisch erreichbar. Es gab kurze Wege. So viele Probleme waren es Gott sei Dank auch gar nicht. Und wir waren eigentlich alle sehr beeindruckt, dass für ein öffentliches Bauvorhaben, wo wir ja auch ganz andere Beispiele in Deutschland irgendwie kennen, wenn wir in die Hauptstadt gucken, dass das so reibungslos hier gelaufen ist, auch terminlich so auf dem Punkt irgendwie war, dass so viele Gewerke alle ineinander irgendwie gegriffen haben, weil es war wirklich eine Operation am offenen Herzen, was hier irgendwie im Untergrund irgendwie gelaufen ist. Und natürlich sind da auch Fehler passiert. Da ist dann mal vom Bagger die Telekom-Leitung gekappt worden. Aber dann gab es eben einen schnellen Draht über das Stadtbüro, auch an die Bauleitung. Und die Geschäftsleute und die Kanzleien, die hier auch sitzen und Ärzte, hatten innerhalb von einem Tag wieder Internet und Telefon. Ist nicht unbedingt selbstverständlich. Für diejenigen, die hier ihre Geschäfte hatten, war es ab der Zeit, als hier Vollsperrung waren, natürlich eine bittere Zeit. Aber die Vollsperrung wurde auch wieder von den Behörden mit uns abgesprochen. Weil ursprünglich die Planung war, diese Baustelle 2014 und 2015 zu machen. Eine Seite 2014, eine Seite 2015. Und da haben die Gewerbetreibenden gesagt, da kriegen wir kalte Füße. Können wir das irgendwie anders organisieren? Dann sind die Planer nochmal in die Abstimmung gegangen, haben gesagt, können wir es organisieren? Und dann hat man sich entschieden, diese Phase zu konzentrieren auf 2015, damit man es in einem Rutsch durchmachen kann. Und das muss man erstmal koordiniert bekommen. Das ist unvorstellbar, was da an Arbeit geleistet worden ist, weil man muss sich vorstellen, dass von der Annastraße bis zum Ständeplatz jeder Stein hier umgedreht worden ist, weil die komplette Infrastruktur in dieser Straße und auch der Straßenquerschnitt erneuert worden ist. Um die Gewerbetreibenden während des Bauprozesses ein bisschen zu unterstützen, haben wir vom Stadtbüro regelmäßig Gewerbestammtische angeboten, die auch rege besucht waren und haben dann zusammen mit den Gewerbetreibenden einfach Maßnahmen entwickelt. Ein ganz grandioses Projekt, Kommitte. Das war eigentlich nach einer Ortsbeiratssitzung in der Pizzeria so eine Schnapsidee. Man müsste eigentlich, wenn der Bürgersteig hier weg ist und die Straßenbahn nicht fährt, mit einem Golfcaddy hier rumfahren. Das wäre doch irgendwie geil. Und aus dieser Schnapsidee wurde relativ schnell irgendwie Realität, dass wir gesagt haben, nee, das stimmt auch. Wir haben ganz, ganz viele Leute, die hier drauf angewiesen sind. Dann wurde das zusammen mit dem Stadtbüro relativ schnell Realität. Und es war grandios zu sehen, wie dieses bürgerschaftliche Engagement dann so schnell da war. Das waren alles so Dinge, wo halt auch neue Beziehungen untereinander entstanden sind. Also von denen, die gefahren wurden, das waren oft Leute, die regelmäßige Dienste hatten, die regelmäßige Arztbesuche hatten. Und dann kam wieder der Herr XY da und hat sie abgeholt. Man ist miteinander ins Gespräch gekommen. Auch die Kollegen vom Stadtplanungsamt haben in dieser Zeit das Stadtbüro mitbesetzt, weil das war die Koordinationszentrale, wo die Fahrleitzentrale, wo alle Einsätze geplant worden sind, mit gelben Zetteln, Klebezetteln an der Wand und wo halt auch, wie gesagt, die Kollegen aus dem Stadtplanungsamt mitgemacht haben und sich als Teil dieses Prozesses begriffen haben. Also das ist auch sehr, sehr besonders gewesen hier. Und das zeigte sich ja nachher auch später, als bei den Baustellenfesten, es gab dann irgendwann mal Anbaggern. Es gab zwischendrin dann ein kleines Fest, als der Lärm und der Staub am größten war, nochmal eine Zusammenkunft. In diesem Zusammenhang haben wir sogenannte Baustellenbespielungen
uns überlegt, erfunden, zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern hier aus diesem Ort. Wir haben einen Poetry Walk entwickelt mit Kooperationspartnern zusammen, wo eine ganz bunte Truppe von Leuten und Poetry Slammern hier unterschiedliche Stationen der Baustelle, das Leben ist eine Baustelle, war sozusagen der Slogan, abgegangen sind und wo dann Kunst vorgetragen ist. Also das heißt, wir haben immer versucht, die Lebendigkeit halt auch hier zu halten, in diesem Quartier. Das war dann eigentlich auch die Initialzündung für Wir sind uns grün, also dieses Fest zu veranstalten, um eben auch so, wie wir uns an der Baustelle kennengelernt haben, den Austausch gepflegt haben, auch nochmal weiteres zu ermöglichen, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Leute sich treffen, miteinander zusammenkommen, Gespräche führen, was dann in der Kooperation mit den Geschäftsinhabern hier, mit Marketing Kassel, also mit dem Stadtbüro, eine ziemlich gute Kooperation war, was Hand in Hand ging, wo wir dann auch hier angefangen haben, die Plätze zu bespielen. Also ich glaube, dass es da über diesen Prozess, der von der Stadt, muss man auch sagen, sehr, sehr gut begleitet wurde und wo wir auch einfach finanzielle Möglichkeiten bekommen haben, bestimmte Dinge zu realisieren. Das hat einfach gut geklappt und, glaube ich, hat auch eine nachhaltige Wirkung hier für das Quartier, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, sich kennengelernt haben. Wir haben hier keine Vereine, also wo die Leute sich austauschen von Nachbarschaft zu Nachbarschaft, sondern wir mussten das und haben auch die Möglichkeiten dann während der Umbauphase also ausgiebig ausgenutzt und können heute sagen, ja, das klappt. Sag mal, viele Ereignisse, die dabei initiiert wurden von Stadtteilführungen, verschiedene Kultureinrichtungen, aber auch Marktsituationen auf dem neuen Stadtplatz, haben sich inzwischen verfestigt. Und es gab durchaus, sag mal, Stadtteilfeste hier, die, sag mal, auf eine Wiederholung deutlich warten. Und ich bin froh, dass viele dieser Anregungen tatsächlich aufgegriffen wurden. Nachdem die Straße fertig geworden ist, kam ja ein zusätzliches Projekt auf. Dieses zusätzliche Projekt, die Grüne Banane, die kreuzt von Norden nach Süden die Friedrich-Ebert-Straße. Und weil sie nach unten hin eine Kurve nach Westen macht, hat der Planer, der die überplant hat, sie Grüne Banane getauft. Und diese Grüne Banane sollte plötzlich ertüchtigt werden. Nach Süden hin, der abfallende Motzberg, hat sehr gewonnen, weil ein wunderbarer Spielplatz drauf entstanden ist, mit einem separaten Kinderspielplatz, die wunderbar angenommen werden. Ich habe neulich mal die Äußerung getätigt, dass früher, wenn es hochkam, 12 Personen gegeben hat, die auf dem ganzen Spielplatz waren, während ich jetzt an schönen Tagen 120 Personen, das Zehnfache davon also sehe. Also wichtig ist bei diesem Städtebauförderprogramm, das ist nicht nur bei diesem so, aber insbesondere bei Aktive Kerne ist es so, dass es auch möglich ist, privates Engagement mit Fördermitteln zu unterstützen. Und diese Möglichkeit, Fördermittel nicht nur in originären öffentlichen Infrastruktur und Einrichtungen einzusetzen, sondern auch ganz punktuell in die kommunikativ aktiven Bereiche einzuführen. Das ist ein ganz großes Pfund, die von den Bürgern und Bürgerinnen dieser Stadt genutzt werden können. Dann ist das ein großer Gewinn für diesen Stadtteil. Als wir uns entschieden haben, hier zu bleiben, diesen Standort nicht zu verlassen, sondern aktiv in diesem Quartier sein zu wollen, haben wir nach Möglichkeiten gesucht, behindertengerecht zu werden. Es war ein Sanierungsstau und wir haben gesagt, wir wollen ein Quartierzentrum werden, das nicht nur für Gottesdienste da ist, sondern für das vielfältige Leben im Quartier. Das bedeutete, wir brauchten behindertengerechte Toiletten. Die bauten wir im Obergeschoss. Wenn wir schon ins Obergeschoss mussten, mussten wir einen Aufzug haben, ein Treppenhaus. Wenn wir schon ein Treppenhaus bauten, konnten wir auch einen Saal über den Saal bauen, konnten eine Küche installieren und haben dadurch sehr viel mehr Raum geschaffen, den wir auch nutzen können. Haben 1,1 Millionen investieren müssen, um die Kirche wirklich zu einem Quartierszentrum weiterzuentwickeln. Dabei hat uns auch die Stadt aus Städtebauförderungsmitteln unterstützt. Dass auch andere mit aufgesprungen sind auf diesen Zug, wie zum Beispiel hier die Anwohner bzw. die Eigentümer
die dann gesagt haben, okay, jetzt ist hier sowieso Baustelle und danach ist unsere Fassade schmutzig. Vielleicht denken wir mal darüber nach, das neu zu machen. Auch das ist betreut worden. Prominentestes Beispiel ist sicherlich das Kolonia-Haus. Der Volksmund nennt es immer noch so. Dieses Haus war auch sehr, sehr lange leer. Und sie haben viel Geld in die Hand genommen, haben viel mit Holz in der Fassade gearbeitet, was ungewöhnlich war. Bei der Erstellung dieser Galgen an den Fahrleitmasten für die Weihnachtsbeleuchtung und für die Beflaggung, da hat sich der Verfügungsfonds auch mit 50% der Kosten eingebracht. Das ist eine sehr schöne Sache. Und wenn man die Gesamtbeträge für so einen kleinen Verein sieht, sagt man unbedingt notwendig. Wenn wir jetzt gefragt werden, wie ist es denn jetzt auf dieser Friedrich-Ebert-Straße? Ist es jetzt zur Insel der Glückseligen geworden? Dann können und müssen auch wir vom Stadtbüro sagen, nein, ist es nicht. Dieser Stadtraum, über den wir jetzt sprechen, inklusive dieses Grünzugs, hat eine ganz große Aufwertung erfahren. Das hat was damit zu tun, dass der Querschnitt dieser Friedrich-Ebert-Straße verändert worden ist und wir jetzt einen Bürgersteig haben, einen Parkstreifen inklusive Bäume, dass wir einen festen Radfahrstreifen haben, den Fahrweg für die Tram und das Auto, die sich teilen. Und dann haben wir diesen Mittelstreifen, der einem sehr, sehr gefahrlos die Möglichkeit gibt, diese Straße zu überqueren, auch an den Stellen, wo keine Ampeln sind. Das ist ein ganz, ganz großer Gewinn. Die Problematiken, die wir sehen, man hat eine wunderbare Zone geschaffen, wo die halt parken können. Und das macht natürlich vielen Fahrradfahrern große Schwierigkeiten, große Sorgen. Man muss halt dann auf die Schiene ausweichen, was ein Gefahrenpotenzial bietet. Da würde man sich natürlich wünschen, dass die Ladezonen, die die Planer eingerichtet haben, extra genau für diesen Verkehr, dass die besser identifizierbar werden, damit genau diese Problematik vielleicht aufgehoben wird. Als die Pläne auf dem Tisch lagen und im Ortsbeirat und in diesen Stadtteilkonferenzen diskutiert wurden, haben uns Leute gefragt, was glaubt ihr denn, wer soll da hinkommen? Für wen baut ihr denn diese Bänke? Damals wie heute war unsere Haltung die, dass gute öffentliche Orte eben auch der Öffentlichkeit sehr zuträglich sind. Die Leute werden das annehmen. Der Preis für natürlich schöne Räume und schöne Aufenthaltsplätze im Vorderen Westen, der Preis ist immer, dass es natürlich mit Lärmbelästigung oft einhergeht. In der Samuel-Beckett-Anlage gab es ja schon viel, viel Diskussionen darum. Aber jetzt noch viel virulenter ist, glaube ich, die Situation unten am Rudolfsplatz. Am Affenfelsen, an dem Spitznamen Affenfelsen für den Rudolfsplatz, ist es so, dass an guten Abenden im Sommer mehrere hundert Leute da sind. Das ist gut und das ist gewollt und da freuen sich im Grunde alle drüber. Also ein gut belebter städtischer Raum, den wir jetzt haben, und da sind wir überaus glücklich drum, heißt, dass ja sich auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen in diesen Räumen bewegen oder teilweise sogar mit einem Weinglas hinsetzen und dabei Freude haben. Da ist es nicht immer so, dass alle sich über das Gleiche freuen. Und grundsätzlich gilt, wenn wir unser Leben in einem Stadtraum, der belebt ist und nicht alle zu Hause sitzen, sondern eben in diesem Stadtraum zusammensitzen, dann sollte man das in gegenseitigem Respekt machen. Das ist nicht ganz einfach immer. Manchmal muss man mit Ordnungsmaßnahmen, kleinen Hinweis, nehmt euren Dreck wieder mit, damit morgens der Platz wieder benutzt werden kann. Das sind solche Dinge, die in einem gut belebten Stadtteil einfach miteinander kooperiert werden können. Ansonsten ist es natürlich so, dass in so einem Stadtteil wie dem Vorderen Westen es nicht so ruhig sein kann wie auf dem Land. Und ich denke, eine gewisse Toleranz muss da sein. Ja, man muss an die Wirte immer wieder appellieren, dass sie das mit ihren Gästen auch verhandeln. Aber man muss auch den Bürgern übersetzen, du kannst nicht alles haben und irgendwo wohnst du auch in der Innenstadt und nicht am Waldrand. Ich wünsche mir nicht, dass wir in eine solche Law-and-Order-Situation kommen, dass wir nur noch mit Ordnungsamt und Polizei dieser Situation Herr werden, sondern ich glaube, dass gute öffentliche Orte für alle Leute gut sein sollen, für die, die sie nutzen, egal ob Tag oder Nacht, und aber eben auch für die, die an diesen Plätzen wohnen. Und ich glaube, mit dem Zutun einmal der Ortsbeiräte, auch manchmal ein bisschen mit einem Ordnungsamt, was mit wachem Auge hier durchgeht, sind wir hier auf einem guten Weg, dass dieser belebte Stadtteil genau das macht. Dass man eben nebeneinander in hohem Respekt miteinander umgeht. Ein anderes Thema, was uns immer wieder begegnet, das ist auch die Radwegeführung. Das heißt, die Fragestellung, warum wart ihr so irre, den Radweg über die Haltestelle zu führen? In den Baustellenführungen, wo wir das Thema halt auch diskutiert haben, haben wir immer vermittelt, dass die Planer, die Experten, die sich damit auskennen, sagen, in dem Moment, wo der Radfahrer über die Haltestelle geführt wird und Blickkontakt mit denjenigen aufnehmen kann, die auf dieser Haltestelle stehen, ist das die sicherste Art und Weise, anstatt den Fahrradfahrer, wie es von vielen vorgeschlagen wird, hinter der Haltestelle herumzuführen.
Bürgern. Wir sehen in anderen Städten, dass das funktioniert. Und in Kassel ist die Friedrich-Ebert-Straße sozusagen der Pionier und auch ein Experimentierfeld. Wir kriegen in dem Zusammenhang auch immer wieder positive Resonanz aus Fachkreisen, dass das die richtige Entscheidung war. Eine große Sorge in diesem Zusammenhang mit dem Umbau war sicherlich, ob diese Veränderungsprozesse auch zu steigenden Mieten, zu starken Veränderungen irgendwie kommen. Dieses ganze Stichwort Gentrifizierung war ein großes Thema, ist es auch noch. Diese Tendenz ist tatsächlich extrem schadhaft für all diese Beteiligungsprozesse, für all dieses positive Beispiel von Zusammenleben, was wir dort im vorderen Westen und auch im Übergang zur Innenstadt haben. Wir erleben es ja, dass eine Aufwertung, die von städtischer Seite mit Fördermitteln vorangebracht wird, dazu führen kann, dass Verdrängungsprozesse stattfinden. Da würde ich mir wünschen, dass alle Beteiligten halt mit ein Auge darauf haben. Der Zustand hat sich dahingehend verändert, dass die Lebensqualität und die Aufenthaltsqualität sich ziemlich verbessert hat. Also wir haben eine ziemliche Beruhigung, also nicht mehr so diesen Transitverkehr, sondern die Leute, merkt man ganz deutlich, schlendern gerne über den Boulevard. Zu dem Namen Boulevard des Herzens bin ich gekommen, weil ich denke, dass die Geschichte der Friedrich-Ebert-Straße sind die Geschichten der Menschen. Wie man sieht, ist das Angebot, also der Kneipen, gestiegen, was halt außerordentlich gut ist für die Straße. Weil ich glaube, in keiner Straße in Kassel haben sich so viele Menschen verliebt. Weil wir haben natürlich hier die Orte, wo die Menschen abends unterwegs sind. Und sie sind also auf der Suche nach dem Glück in Partnerschaft, Liebe. Sie lernen sich kennen, sie lieben sich und sie trennen sich auch hier wieder. Ich glaube, dass die Friedrich-Ebert-Straße auch so ein bisschen die Straße des Lebens ist. Ich wünsche mir, dass wir der Boulevard der Herzen werden, wo man sich gerne begegnet und man sagt, ach, irgendwie fühle ich mich heute gar nicht so. Ich gehe mal auf die Friedrich-Ebert-Straße, da treffe ich Menschen und da ist eigentlich die Atmosphäre so, dass alles für mich wieder ins Lot kommt. Wenn man die positive Wirkung auf die Anlieger beurteilen will, dann ist eine Wahrnehmung ganz interessant. Es gab eine sehr harte Zeit über 3 Jahre, wo gebaut wurde. Und da haben alle Einzelhändler, alle Gastronomen und so weiter erheblich gelitten. Trotz aller Kooperation und Hürden überwinden und besondere Schilder und besondere Aktionen, das war deutlich eine harte Zeit. Aber wenn man heute fragt, dann sagt man, diese Zeit hat sich gelohnt. Das heißt, deutlich die Wahrnehmung des gesamten Umgestaltung dieses Raumes ist heute auch, sagen wir, in wirtschaftlicher Hinsicht für die Anlieger so wirkungsvoll, dass sie heute etwas zwar noch mit ein bisschen harten Erinnerungen an diese Bauzeit sich erinnern, aber deutlich sagen, das hat sich gelohnt. Und das ist eine Aussage, die Sie hier in der Straße immer wieder hören. Von den Bürgerinnen und Bürgern, die entlang dieser Strecke wohnen, wünsche ich mir, dass sie nicht aufhören zu begreifen, dass das ihre Straße ist, dass das ihr Boulevard ist, dass es ein Ort der Begegnung ist, dass sie diesen Straßenraum, diesen öffentlichen Raum als den ihren irgendwie begreifen, nutzen und der Straße auch treu bleiben. Für die Zukunft des Quartiers wünsche ich mir, dass noch mehr Kommunikation entsteht zwischen den unterschiedlichen Parteien, die hier leben. Es hat immer wieder gezeigt, dass eine gute Öffentlichkeitsarbeit, gute Kommunikation und vor allen Dingen Transparenz auch im Prozess dazu führt, dass Bauprojekte besser umgesetzt werden können. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es, dass künftige Planungen im öffentlichen Raum tatsächlich sich orientieren an dem, was hier passiert ist. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass es weiterhin eine engagierte Bürgerschaft gibt hier vor Ort, die die Verwaltung fordert, weil das erzeugt gute Projekte. Ich wünsche mir für das Quartier Friedrich-Ebert-Straße, dass alles, was jetzt positiv entwickelt und entstanden ist, einfach positiv fortgeführt wird und auch die entstandenen Netzwerke halten. Ich meine, für die Stadtverwaltung ist so ein Projekt einmal ein Gewaltakt über Jahre mit unterschiedlichem Personal und großem Engagement. Und ich bin stolz deutlich auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dieses Projekt lange begleitet haben. Und wir wissen auch, dass jedes weitere Projekt erstmal wieder in den Startlöchern angekitzelt und in Schwung gebracht werden muss. Die Friedrich-Ebert-Straße ist einfach ein gutes Beispiel, dass sowas geht. Einerseits Motivation und durchaus Ansporn, das nächste Projekt in der gleichen Motivation anzusetzen. Ich bin sicher und wir sind auf gutem Wege in der Stadt, weiterhin Projekte mit dieser Inbrunst und dieser Qualität voranzubringen.